Weg. Lass mich doch eben kurz in Ruhe. Alter, was ist denn mit dem? Was hat der für eine Range, Mann? Jo Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Bed Wars auf Revinzeit.tv. Lange, lange ist es her, darum ist es eigentlich theoretisch gar nicht die erste Folge auf Revinzeit, sondern schon die, keine Ahnung, wie vielte. Aber es gibt ein paar neue Änderungen, die dachte ich, zeige ich euch einfach mal und wir zocken gleich noch ein bisschen. In der Lobby, wenn ihr euch zu Bed Wars teleportiert, seht ihr auf der einen Seite hier quasi so einen Händler. Also man kennt ihn halt aus dem Ingame-Shop von Bed Wars. Hier gibt's, kann man halt sein ganzes Spiel an sich noch ein bisschen personalisieren. Man kann sich quasi mit eigenen, mit den Coins, die man im Spiel halt hat, sich Items kaufen oder Änderungen kaufen. Items sind ja mehr oder weniger nicht. Und hier auch so ein bisschen die Betten-Sounds. Ich habe bei mir jetzt zum Beispiel It's My Life ausgewählt. Das ist mega cool, könnt ihr gleich mal anhören. Explosion, wenn man jemanden tötet. Und halt Bogenpartikel kann man auch noch ändern. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in eine Runde. Hier ist Propeller, startet bereits. Verdammt! Dann gehen wir da rein. Ingame hat sich auch noch was geändert. Hier hat man einen Klicktester. Kann man gucken, wie viele Klicks man hat. Mega nice. Auch hier Rechtsklick kann man auch gucken. Das finde ich richtig cool. Und dann gibt es halt noch Voting ganz normal. Und es gibt halt so Perks, die man aktivieren kann. Ich habe zum Beispiel bei mir jetzt halt Sachen. Das ist quasi das, was man in der Lobby machen kann. Kann man hier dann nochmal einstellen, was man genau haben will. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sind wir alleine? Nee, wir sind 8 von 8. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir eine gescheite Runde Bed Wars. Vielleicht zwei, je nachdem, wie lange die dauert. Kannst du aufhören. Das verstehe ich generell auf keinem Server dieser Welt. Warum stellt man sich da rein, wenn da schon jemand draufsteht? Ich meine, ich war ja klar und deutlich eher da. Ja, oh mein Gott, jetzt geh da runter, los. Hallo. Okay. Ich war ja definitiv eher drauf. Und das bringt ja einfach nichts, wenn man zu zweit... Ich dachte, jetzt kommt er nochmal. Wenn man zu zweit da draufsteht. Also, das macht halt auch keinen Sinn. Wow, komm, schnell, schnell. Ja, wow. Okay, ich stehe rüber. Ich zeige euch gleich nochmal ein bisschen genauer den Shop. Ich meine, viele kennen das eh. Aber ich dachte mir, wenn man eh schon auf einem Server spielt, dann kann man auch ein bisschen bezahlen. Oh, jetzt hast du hier auch mal einen Block hier. Okay, dann nicht. Gut, die erste Änderung werdet ihr jetzt schon sehen. Das ist nämlich, wenn man stirbt komplett. Anders als auf Minesucht stirbt man komplett. Was auf Minesucht zum Beispiel den Vorteil hat, dass die Leute, wenn auch einen schlechten PC, wenn man auch einen schlechten PC hat, die halt... Wow. Okay, und tschüss. Oder nicht. Wenn die halt einen schlechten PC haben, dass die dann trotzdem genauso schnell quasi respawnen wie alle anderen, weil man nur teleportiert wird und kurze Zeit Slowness bekommt. Ich muss mir mal kurz... Ist der rund? Okay. Na gut. Kurz Slowness bekommt. Hat aber den Nachteil, wie man bei mir auch schon so oft gesehen hat in den Videos, wenn man Pech hat, ist die Map halt von der Größe her so, dass sie nicht direkt alle schön weit weg spawnen, sondern quasi direkt neben einem. Und ja, dann ist es halt schwierig, das Bett abzubauen. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Lol. Tschüss. Na gut. Versuch. Ist dein Card kein Target? Ja. Hast du recht, Mate. Hast du recht. Kann ich euch kurz noch was anderes zeigen? Erstmal haben wir zwei Villager. Ist nicht auf jeder Map so. Ja, Spezialsachen. Also, das ist cool an Cobwebs. Oh, das muss ich euch unbedingt zeigen. War ich nicht gerade noch Team Gelb? Ah. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust zu schreiben. Tut mir sehr leid, falls du das Video siehst, aber ich möchte lieber ein bisschen spielen, statt die ganze Zeit zu schreiben. Das ist ja in-game ein bisschen blöd. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kopf... Ich brauche zwei dafür. Ich könnte es euch erklären, aber ich habe da keine Lust zu. Beziehungsweise ist es zu zeigen einfach spannender. So, pass auf. Ich setze ein Kopf und wenn ich jetzt ein zweites setzen will, geht das nicht. Ja, ich darf nur alle 10 Sekunden einsetzen. Das war mal ein Wunsch von der Community. Die Idee dahinter finde ich richtig cool. Dann gibt es nämlich nicht solche Deppen, die anstelle das Bett zum Beispiel... Ja, Bett geht. Ich kann hier ums Bett zum Beispiel ganz viele setzen. Das ist egal. Aber ansonsten ist es halt nicht möglich. Ich kann jetzt nicht überall auf der Map hier Cobwebs verteilen. Das heißt, Bett einbauen in Cobweb geht. Alles andere nicht. Finde ich persönlich richtig nice. Denn dadurch ist halt dieses... Ich baue die Leute in Cobwebs ein am Spawn. Oder den... Oh, Typ, Mate, was machst du? Ist er runter? Gut. Ist dann dadurch ein bisschen vermieden. Finde ich mega, mega gut. Er hat doch schon Cobweb. Sieht er mich? Okay, ich hau einfach mal ab. Hauptsache, er kriegt es nicht mit. Oh, da ist der Mate.
Tschüss. Nein, nein. Oh Mann, war das unnötig. Das Wort gibt's, glaube ich, gar nicht, oder? Kennt ihr das, wenn ihr ein Wort sagen wollt und dann aber zwei im Kopf habt, dann quasi beide rausklatscht? Ich wollte sagen, das ist richtig, das war unnötig und das ist unmöglich. Glaube ich zumindest, dass ich das sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich sagen wollte. So, da. Und man muss tatsächlich sagen, die Revi-Community ist wesentlich, also nicht wesentlich, aber ist definitiv ein bisschen besser als die auf Meinsucht. Das heißt jetzt nicht, dass die Spieler auf Meinsucht schlecht sind in Bad Wars, aber die auf Revi können halt bessere Taktiken. Liegt vielleicht auch ein bisschen da. Ist jetzt mein Mate auch hier? Jetzt campen die beim Bett. Okay, ich hole mich mal den. Tschüss. Bob. Oh, jetzt rennen die beide weg. Was? Das ist so eine unnötige Taktik. Und er kriegt mich sogar noch. Nein. Bitte sag mal Bett. Okay, bei uns ist keiner. Sehr gut. Schaffe ich es nicht? Ja, doch, ich schaff's. Ich müsste es schaffen. Komm. Okay, warum kriege ich mich nicht so auf? Hier ist ja gar keiner. What? Hier schreibt jemand. Ah, okay. So, dann gehen wir shoppen. Es kommt auch keiner, also haben wir genug Zeit. Zwei Cop-Babs, dann spielen wir jetzt mit Eisen. Das Lustige ist, auf Revi ist es scheißegal, wie man spielt. Man kann mit Gold spielen, ohne gehatet zu werden. Also ohne extrem gehatet zu werden. Auf Meinsucht eskaliert das ja sofort. Wenn du einen Bogen hast, bist du gleich hier die, ja, ich sag's jetzt mal nicht, das war mit M und dem schönen Geburt am Ende. Es ist einfach krank unnötig, sich so darüber aufzuregen, aber gut. Ich finde, jeder kann so spielen, wie er möchte und man kann ja auch auf Meinsucht für Gold voten. Sprich, wenn du keinen Bock hast auf Gold, dann votest du einfach dagegen und wenn die Mehrheit entscheidet, hallo, guten Tag, tschüss, dann gibt's entweder Gold oder nicht. Oder es ist halt Zufall, wenn die gleichzeitig entscheiden. Hat der Equipment? Nein. Gut. Dann ist da noch jemand? Oh. Sorry, du musst kurz runter. Das war jetzt auch richtig unnötig von mir, den jetzt zu töten. Aber gut. Da ist sein Mate. Nice. Ah, das ist der... Hä? Ach, der hat das Bett gar nicht abgebaut, lol. Okay, dann müssen wir jetzt kurz taktisch spielen. Das... kriegen wir aber nicht hin. Ui, ich hab mich zurückgebackt. Okay. Kann man machen. Weg. Lass mich doch eben kurz in Ruhe. Alter, was ist denn mit dem? Was hat der für eine Range, Mann? Oh, war das unnötig. Den hätten wir kriegen. Alter. Gib mir Bronze. Danke. Ja. Hopp. Danke. So. Das ist jetzt halt eine Sache, wo wir wieder ein bisschen... Ui, noch nicht. Wo wir ein bisschen taktischer spielen können wieder. Ich hätte mir natürlich auch ein Knockback-Stick holen können, aber nö. Wozu? Tschüss. Und, ah ja, man achtet übrigens auch, das Cop-Web geht von alleine weg. Und ich laufe erstmal runter, natürlich. So ein bisschen viele Klicks kann das sein. Oder täuscht das? Okay, da ist einfach Lila, ne? Sieht er mich? Ich hoffe nicht. Hallo Lila! Tschüss! Okay. Wir sind die einzigen im Bett, kann das sein? Nee, Lila noch. Okay. Dann bauen wir uns kurz zu Lila. Ich glaube, hier ist Lila. Ist nicht immer so einheitlich zu sehen, aber... Hier. Ist irgendwie jemand? Das ist doch Lila, oder? Nee, so ist es nicht. Das war, glaube ich, rot. Okay, dann ist das Lila. Ja, nice. Dann bauen wir uns da halt hin. Haben sie sehr. Ach, die bauen sich alle so unnötig hoch. Oh, cool. Und wir sind nicht tot, weil wir noch ein Bett haben? Ja, okay. Standard Equipment. Hätte es eigentlich einen Bogen? War das jetzt. Ah, okay. Der einzige von Rot hat das spielt das mit Gold und Spam. Okay. Also, was ist Spam? Hat mich einmal abgeschossen. Ich halte schon meine Klappe. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mit Gold spielt. Ich spiele ab und zu selber gerne mal mit Gold. Kannst du vergessen, Alter. Oh, weg. Achtung, er hat Equipment. Er müsste... Das Cop-Up geht jetzt weg und dann müsste ich ihn kriegen. Ja, nice. Okay, das ist dein Kill. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das.
Dann bin ich ohne jetzt. Das ist so, ich aber ich mache mir einfach die Wäsche. Mate, ich schaff's nicht, warum machst du? Hä, warum? Okay, boah, jetzt hat er schon. Achso, wir sind. Oh, wir sind noch zu. Okay, okay. Das schaffen wir aber. Jetzt ist es wieder so, dass er sich hochbaut. Ich mag das nicht. Das ist unnötig. Ja, komm, dann campe ich halt wie so ein Mädchen auch beim Bett. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Was kann er denn jetzt. Nur kurz logisch überdacht. Was kann er jetzt machen, um mich zu töten? Nichts. Er rennt weg und spielt mit Gold. Ne, doch nicht. Doch. Oder holt er sich Eisen? Was macht er jetzt? Wo ist er denn? Da. Ich baue mich mal vorsichtshalber hier hoch, falls er vorhat, hierher zu kommen. Nee, er geht tatsächlich weg. Och nö, das ist doch jetzt unnötig. Hat sich bestimmt. Nee, Eisen hat er auch nicht geklaut. Oh, komm, Digga, was ist los mit dir? Wow, okay. Das war doch easy peasy. Ist er jetzt gestorben? Yo, okay. Kann man machen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch Folgen auf Revinzeit gefallen, schreibt's gerne mal in die Kommentare, lasst eine positive Bewertung da. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.